Hey Leute, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie man sein Bikini-Oberteil ganz einfach in ein Push-Up-Bikini umwandelt. Viel Spaß! Alles, was ihr hierzu benötigt, ist einmal ein Bikini-Oberteil, wo man die Push-Up-Teile rausnehmen kann. Tüll zum Auffüllen, da dieser Stoff nicht allzu viel Wasser speichert. Nähzeug und eine Schere. Im ersten Schritt holt ihr einfach diese kleinen Pads aus eurem Oberteil heraus und legt sie mit der gewölbten Seite nach unten. Dann nehmt ihr euch das Tüll hervor und faltet es so lange, bis ihr die gewünschte Push-Up-Breite erhalten habt. So, nachdem ihr nun die gewünschte Push-Up-Breite erhalten habt, könnt ihr diesen Tüll nun zurechtschneiden. Hier legt ihr einfach die Pads drauf und schneidet drumherum, sodass dieses Tüll am Ende auch genau in diesen Pad reinpasst, beziehungsweise in die Pads. Nachdem ihr das getan habt, könnt ihr auch schon anfangen, das Ganze am Rand entlang vom Pad zusammenzunähen. Haltet das Tüll am besten währenddessen schön fest, damit ihr es auch gut an das Pad rannäht. So müssen diese dann am Ende aussehen. Wenn das Innere nicht perfekt sitzt, ist es überhaupt nicht schlimm, denn wichtig hierbei ist nur, dass die Oberfläche schön glatt ist und die Pads nach dem Einsetzen nicht mehr allzu stark sichtbar sind. Zum Schluss müsst ihr diese Pads einfach nur in euer Bikini-Oberteil hineinstopfen, am besten mit der gewölbten Seite nach unten, wie gesagt, und fertig ist auch schon euer Push-Up-Bikini. Diese Push-Up-Pads könnt ihr auch für weitere Bikini-Oberteile oder auch für BHs problemlos einsetzen. Und wenn ihr ein Bikini-Oberteil habt ohne solche Ablagen für die Pads, dann könnt ihr einfach diese in eure Brustkörbchen hineinnähen. Hier zeige ich euch nochmal das Vorher-Nachher, wie schön diese Pads einem die Brust nach oben pushen, obwohl es nur ein bisschen Stoff ist. Und ja, ansonsten war es eigentlich auch schon von mir. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses DIY gefallen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!